So. Übrigens, ich habe mir mal die Freiheit genommen und habe im ersten Part von Horizon heute, der auf YouTube gekommen ist, habe ich was reingecuttet. So, was Kleines. Bin im Link. Die Waschmaschine oben geht ab. Genau. Heißt es nach der Erkältung, das Sofa ist deins. Ja, schön. Wenn er vom Sofa überhaupt noch runterkommt. So. Er ist wie bei Family Guy festgewachsen. Oh. Richtig. Wünsche schiefgehen, haben Weihnachten auch schon komplett ungeplant, aber jetzt ist es auch nicht so wild, außer dass mir das ganze gute Essen durch die Lappen geht. Was? Selber kochen, mein Guter, selber kochen. Nee, wir machen zum Beispiel am Samstag auch Flammkuchen. Ja. Selber gemacht, nicht mit. Habe ich da eigentlich für eine tolle in der Mitte, ne? Machen wir Flammkuchen, also selbst gemacht vom Teig und alles drum und dann, nicht den gekauften, fertigen. Boah. Boah, der macht mich fertig. Und das war's auch schon. Ne? Also, wir sind überhaupt nicht so der Feier mit, die Feierregion. Also, ne? Schöne Grüße an den Lurch. Achso, ich dachte, du haust dich in den Lurch. So. Ich entgegne mal die Grüße aus dem Lurch ND zurück. Ne? Mir wird es wahrscheinlich Kartoffelsalat mit Bockwurst geben. Das ist auch so ein Ding, ne? Eine Logik hier, ne? Die Leute gehen her und geben, was weiß ich, wie viel Geld für Spielzeug und Geschenke aus. Und dann gibt es was Bodenständiges zum Essen. Was ist das eigentlich für ein Bullshit? Ne? Hummer und Kaviar. Hummer Kaviar. Ich meine, ich verstehe es, Tradition. Oh, nee. Nee. Nee, ich lasse mich doch nicht vom Feiertag vorgeben, was ich esse. Cool. 0, nada. Naja. Festessen am ersten Weihnachtsfeiertag. Ja, auch so Ente oder sowas, das ist einfach. Nee. Wir essen ganz normal. Ne? Wir essen ganz normal. Aber wir essen auch immer gut. Normalerweise gibt es Raclette, auf das ich mich jedes Jahr freue, aber jetzt muss ich was Einfaches geben. Ja, und wenn dein Bauch ein bisschen hinterher hinkt, ne, dann ist Raclette eh nicht das Beste. So, ich muss jetzt links übrigens wieder den Performance-Modus anmachen. Ich bin ein kleiner Helikopter. Sprich, ich sehe nicht mehr, wie laut das Spiel ist und sowas. Und zweiten Reste essen. Ja, das kannst du machen, wenn ich will nicht wie Breath of the Wild die ganze Zeit irgendwo runterspringen und einfach rumsegeln. Das ist eine Sache, die mir so ein bisschen fehlt, aber das ist ja vollkommen logisch, dass das nicht existiert. Ja. Kann ich zu dir eigentlich schnell reisen? Yo, what? Safe? Safe call. Ich sehe wieder nichts. Ich sehe gar nichts. genau. Früher, also es war ja immer so, als meine Oma noch ein bisschen besser beieinander war, da war es eben so, da hat die immer gekocht und du hast dann so viel Tupperwaren mit Fleisch und so viel Tupperwaren mitbekommen. Holy shit. Du konntest halt 5 Wochen noch von essen. Was fehlt dir? So ein paar Kleider oder sowas. Also bei Breath of the Wild gibt es eben so ein Parasegel, wo du halt von ganz oben dann einfach runterspringst und einfach durch die Welt segelst. Das fand ich immer mega, mega. Warum bist du eigentlich hier? Rauchig, warum bist du hier? Sag mal. Aber das mit den Langhälsen finde ich ganz cool. Plopp. Soll ich spoilern? Indem du sagst, darf ich spoilern,
Hast du in der Hinsicht schon gespoilert und es wird wahrscheinlich wirklich irgendwas geben, was auch Sinn macht. Da es ja so eine etwas fortschrittlicher Welt. Ich habe Abitur, wollte ich nochmal sagen, ne? Holy shit. Das ist schlimm. Fortschrittlichere Welt. So. Rechnerleistung unter anderem zum Gucken, was er macht im Stream. Achso. So. Genau. Nee, indem du gesagt hast, ob du spoilern darfst, denke ich mal, dass es so eine Art schon jetzt bald geben wird. Ich würde gerne erst hier hin. Aber ist kein Problem. Ich dachte mir sowas eh schon, weil es ist eine große Welt und es muss irgendwas zum Überbrücken geben oder sowas. Ah, Blöchen. Ich hab's vergessen. Welche war's hier? Nochmal ein Lutscher, okay. Wir machen es mit normalen Pfeilen. Werbung? Du hast Werbung? Das ist schwierig. Das hält ja, eine Weile. Das habe ich immer so eingestellt, weil es gibt nicht so viele Möglichkeiten, wie man Werbung schalten kann auf Twitch. Na? Ich da denke, er meint den Spoiler im Auto, den er neu machen möchte. Pfeifen ist hilfreich. Habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht, glaube ich. Ich habe erst den ganzen Loot. Was das brauche ich später noch. Aber ja, wird noch kommen. Wird noch kommen. So, hier gibt es bestimmt irgendeinen Bums nach unten, ne? Fuchs? So ein Lockruf, ja, das hab ich auch schon gelesen. Ja. Richtig. Nee, das mit der Werbung habe ich eben so eingestellt, weil es eben so ist, wenn Leute rüber geradet werden oder neu reinkommen. Bis jetzt war es so, dass die Werbung ganz am Anfang vom Stream war. Und ich finde es immer ein bisschen hinderlich, weil ich bin ja schon eine schnicke Person, ne? Ja, was? Ja, sehr gut. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man direkt am Anfang erstmal eine Minute, eine halbe Minute Werbung reingedrückt bekommt. Um sich dann auf dem Stream einzulassen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen. Und wenn man es halt so einstellt, dann kommt die Werbung halt alle dreiviertel Stunde oder so. Wie kann ich den Bums jetzt eigentlich? Ist es wirklich unter mir? Ist der wirklich unter mir oder hier in der Umgebung? War das auch am Anfang? Okay, dann verstehe ich es nicht. Hier außen irgendwie runter oder so? Was genau soll das eigentlich sein? Ich keine Ahnung, ich suche. Ich glaube unter dir. Ein altes Gefäß, ein Sammelgegenstand, ja. Irgendwo soll das sein. Also. Von der Markierung her ist der ein bisschen weiter unter mir gelegen. Sprich, ich müsste eigentlich von hier außen irgendwo drunter kommen. Heißt, ich könnte vielleicht sogar tauchen. Das wäre eventuell noch eine Möglichkeit. Ab dem Punkt im Umkreis. Naja, aber der ist halt so ein bisschen tiefer gelegen. Ist die Frage, ob er wirklich da unten dann ist, ne? Ich würde ihn so
aufblinken gesehen, oder? Wenn ich Bums so mache. Nee. Ja, nicht unten? Okay. Ne? Der Umkreis geht auch bis da drüben hin, ne? Die Frage, wie man sowas erkennt. Wahrscheinlich wirklich nur. Ja, das dachte ich mir schon, aber ich muss überlegen, ob es hier irgendwo unten drunter ist. Wenn die mit Klettern verbunden ist. Ansonsten, also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass hier irgendwo am Boden rumliegt, aber. Hätte ich gedacht, da oben irgendwo. Da gibt's hier. Das bietet sich halt irgendwo an. Aber es müsste ja gelb sein, ne? Das Gedöns hier bietet sich halt auch irgendwie an. Ja, bin dabei. Ich sehe sowas halt nicht, ne? Schön, dass neblig wird. Das hilft mir ungemein. Schauen wir mal außen vielleicht. Die sind ja gelb hinterlegt, ne? Oder gelb angemarkert zumindest. Ein Hirsch. Darf nicht helfen, das ist nicht okay. Der Baum? Ich klipp mich hier einfach hoch. Das passt schon so. Ich habe das Gefühl, das ist nicht richtig. Ich bin geklettert. Ich bin ganz oben. So nichts sieht, das macht mich wahnsinnig, ne? Das kann ja nicht gedacht gewesen sein, dass man so hochkommt. Okay, jetzt bin ich buggt. Scheiße. Oh nö. Gott, oh, wie ich sowas liebe. Ja. Vielleicht könnte man sie überbrücken. Aber wo kann ich das lernen? Ruhe. Läufst du nicht weg? Warum läufst du nicht einfach weg? Steven, guter, grüß dich. Wait. Geht der Bot schon wieder nicht? Mann, ich kack ab mit dem. Sag mir nicht, dass der schon wieder nicht geht. Ich dreh durch. Nee, müsste eigentlich gehen. Wieso geht der dann nicht? Steve! Ah, Steve. Ui. I don't know. Ist es auch nur für Abonnenten freigeschaltet? Ich weiß es nicht. Kann sein, dass es vielleicht eingestellt ist. Wie geht's dir, mein Guter? Mann. Martin, mein Guter. Kann ich in diesem Sauwetter irgendwo sehen? Wo ich hochklettern kann. So viel.
viel zum Thema Sicherheit. Halt die Klappe. Bitte danke. It's wie es ist. So, mir geht's gut. Der männliche Lümmel ist ein wunderbares Organ. Ja. Hallo Mutti. Na du? Grüße vom Waldschrat. Also. Wo zum Bums? Ich meine, ich möchte es nicht wegen dem einen Ding hier jetzt irgendwie Jahre verbringen, ne? Wo zur Hölle kann man hier klettern? Frag mal Mutti. Mutti hat zu mir gesagt, ich bin Waldschrat. Und ein hässlicher noch dazu. Ich hol mir noch Frostbeulen. Ruhe. Jetzt mal ohne Bums. Geh nochmal rein und mach den Fokus an. Dreh dich langsam. Hier rein. Den Fokus an. Dreh mich langsam. Sie holt sie noch Frostballen? Nein! Oben. Ich sehe es, aber siehst du es wirklich? Ich sehe ein Schwein. Wo kann ich da jetzt hochklettern, ist meine Frage. Hier? Oder außen? Also hier, da oben. Wenn ich jetzt hier da oben drauf oder was? Da oben ist mein Cursor drauf ist. Innen an den Träger, was? Ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Aha. Also an den kann sie sich schon mal nicht festhalten. Den darf ich nicht. Ich bin absolut verwirrt. Also wie ich da vorhin hochgekommen bin. Das war ja, das kann ja nicht richtig sein. Das war nicht. Da? Hier? Hat gedöns? Nee. Ach so, stimmt. Du warst so schon länger Zeit jemand da. Nee, Haus ist fertig. Wir wohnen auch schon drin. Es gibt auch noch kleinere Baustellen, wie zum Beispiel Garage. Die noch fertig gemacht werden müssen, aber ansonsten läuft alles. Mich freut's auch. Sowas wurmt mich halt hart. Ich seh's. Nee. Dachte ich seh's. Da oben drauf. War's ganz einfach. Ich war ja schon mal oben. Ich dachte, ich habe was schimmern gesehen. Dann machen wir das wieder in den Bullshit-Modus. Der war hier. Hallo Baum. Flop, 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 flop. Oh.
Und ist halt nichts. Hit. Na gut, dann scheiß drauf. Scheiß die Wander. Nein, keine nervigen Nachbarn mehr. Nee, überhaupt nicht. Halt, also, doch schon, aber nicht mehr in diesem Sinne, nicht mehr in diesem Ausmaß. Es ist so schön. Es ist halt wirklich, wirklich schön. Usa! So. Es ist wirklich so super angenehm, ne? Sieht gut aus. Sieht wunderbärst aus, meine ich. Ja. Nee, also könnte nicht glücklicher sein, was die Wohngegend angeht. Was ist das denn da oben? Hm? Komm mal hoch. Ja, sowas habe ich gesucht. Ja. Sowas habe ich gesucht. Habe ich nirgends gesehen. Wunder. Ja, genau. Sowas hätte ich gesucht. Und zack. Guti. Man kann sich abseilen. Okay. Ja, runter mit. Was ist das denn? Achso. Banu-Figur. Was zum Fick ist eine Banu-Figur? Hi, Diggi. Ich haben wir ja schon, ne? Das muss der Hang sein, von dem Sonas Bote erzählt hat. Ist das so? Diese eine Hang, die alle zu hängen. Langhals ist so groß und ich sehe ihn schon wieder nicht. Da hinten. Ich glaube, das find ich eine mega coole Idee mit den. Die Kriegsherrin hat hier gelassen. Wohin ist sie danach gegangen? Das Ding. Die sind wirklich ganz cool. Ja. Sie müssen sich kurz ausgeruht haben. Kann ich die nicht scannen? Pfeilreste. Das ist Verbandszeug. Kann ich die nicht? Es war sicher nicht leicht, nach dem Überfall weiterzumachen. Der Bote war nicht ihr einziger Verwundeter. Was heißt so ein altes Spiel? Das Spiel ist von 2017. Ich sollte meinen Fokus einsetzen. Ach echt? Also 17 ist es noch nicht so lange her. Ja. Stiefel und Blut. Ja, klar. Anscheinend wollten Sona und ihre Krieger zu diesem Berg. Also die Grafik ist super, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Darum geht's gar nicht. Ja. Aber es gab halt auch schon früher Spiele, die eine richtig gute Grafik hatten. Ja. Früher. Weißt du was? Feuerbrüllrücken, was für ein Ding? Okay, jetzt ist die Frage. Wie viel halten die aus? Die mehr aus? Machen wir es kurz. Ach. Praktisch hit am Maus. Ah! Lümmel! Was? Zu gefährlich für dich? Nö, überhaupt nicht. Also Pfeil und Bogen ist komplett OP. Okay. Was heißt die eigentlich für mich? was ist das schon wieder für ein
für ein Passiv-Aid. Abfahrt. Ja. Das hätten wir jetzt schon geschafft, ne? Oh, was bist du denn? Ich hätte nicht Bock. Habt ihr Probung verpasst? Ja, leider. Ich denke, es gab nichts Neues. Was bist du denn, Alter? Was bist du? Ein Beißbrüllrücken, wieso? Ach so. Das wird, sind drei auf einmal. Ah. Ein toter Sägezahn. Vielleicht hat Sona ihn erledigt. Sie könnte ganz in der Nähe sein. Wo? Ach, da hinten. Ich find's cool, wenn der Charakter einfach aus dem out of nowhere irgendwas sagt. Ah. Hatte ich mir schon fast gedacht mit dem Tango auf dem Rücken. Hey, du kleine Miete, Tatja. In meinem Wochenendhaus. Mufasa! Schönes Ding. Ich bin gar nicht allein. Übung. Dein Glück, dass ich vorbeikam. Eine Sekunde später und der Sägezahn hätte dich erwischt. Ich hatte noch eine halbe, um ihn selbst zu erledigen. Dann bist du Kriegsherrin Sona? Wahl hat mich zu dir geschickt. Wie ging es am Tor? Es hielt bestens. Er hat selbst eine Maschine tapfer erschlagen. Er sorgt sich um dich. Unser Stamm braucht Stärke, keine Gefühle. Sieh bitte. Ich habe einige der Mörder bei der Erprobung gesehen. Ich will Rache. Du auch? Ach, verlass dich drauf. Nom, 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 nom. Zeig es mir. Leih mir deine Kraft. Komm mit. Wissen wir. Kann ich dir jetzt noch ausnehmen oder nicht? Auf der anderen Seite dieses Bergs haben unsere Feinde Maschinen aus der Erde. Na, ni, na, ni, na, na. Komm, lauf zu. Die Sünden der Alten sind dort begraben. Dämonen. So einen habe ich zur Strecke gebracht. Bei Mutters Wacht. Ja, aber Dämon. Achso, die kleinen Spinnen, ne? Ich hoffe, du wirst dir gerecht. Also die anderen Maschinen überhaupt werben erst. Du musst kurz warten. Ich muss Loot mitnehmen. Das ist einfach so. Ne? Wir sind denn nicht. Das brauche ich vielleicht noch. Ich habe schon irgendwas reingehauen, ja. Was die Slots hat gefüllt, ja. Das habe ich schon gemacht. Du Schweinesau! Was mir nur ein bisschen schleierhaft ist, wo zur Hölle kriege ich eigentlich... Finde ich doch alles nicht. Ich muss auch rausbekommen, wo ich am besten Draht hinbekomme. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Stunden haben sich Krieger unten im Wald versteckt. Auf mein Signal greifen sie an. Unsere Feinde und ihre Maschinen sind in der Überzahl. Aber wir haben den Zaun auf unserer Seite. Vielleicht haben wir mehr. Normal. Wie das? Das ist los. Das ist ein Scharfschützenbogen. Deswegen macht er mir den. Sie sprengen damit. So entstand diese Grube. Wir zünden es also an und dann? Boom. Dann lass uns beginnen. Wow, warte. Nicht so schnell. Gib mir etwas Zeit, mich zu nähern. Wenn sie mich bemerken, feuert. Okay. Mal sehen, wie es läuft. Ich will nicht schleichen.